Muschrikin kam zum Propheten, sie haben gesagt, damit wir dir glauben, zeig uns ein Zeichen. Dann hat Allah Azza wa Jal den Mond gespalten. Also Muhammad sallam diese Gabe gegeben, dass er den Mond spaltet. Und du siehst den Riss heute im Mond, ja? Die Wissenschaftler bestätigen das. Dieser Riss ist vorhanden. Du kannst mal bei Sheikh Google ausnahmsweise eingeben, nicht nach Fatwas suchen, sondern ausnahmsweise bei Sheikh Google nur Spaltung des Mondes. Guck dir das mal an. Wallahi, der Mond ist gespalten. Ob sie Bilder davon hätten oder nicht, interessiert uns nicht. Wer hat das im Koran erwähnt? Allah subhanahu wa ta'ala. Was? Das größte Wunder aber von Muhammad sallallahu alaihi wasallam war der Koran al-Karim. Der Koran al-Karim. Niemand hat so einen Koran herbeigebracht. Und alle Herausforderungen im Koran, wo Allah azza wa jalla die Völker herausfordert, wenn ihr könnt, was war eine Herausforderung zum Beispiel? O ihr Menschen, o ihr Gruppe von Menschen und Djinn, wenn ihr das Universum überqueren könnt, so überquert es. Das heißt, wie manche Tafsir-Gelehrte das erklärt haben, wenn ihr euch dem Tod entziehen wollt, dann entzieht euch ihn. Stirbt nicht. Stirbt nicht. Bedeutet, liebe Geschwister, wenn du nicht nach den Regeln Allahs leben willst, dann solltest du dein eigener Herr sein. Wenn du dein eigener Herr bist, dann schaffst du es, dich von diesem Universum zu entziehen. Bitteschön. Entzieh dich von diesem Universum und entkomme den Gesetzen Allahs. Aber diese Gesetze Allahs, was treffen alle? Kennt ihr jemanden, der nicht gestorben ist?